Nachdem wir uns diesem goldenen Haufen hier gewidmet haben und fast gestorben wären, eigentlich nicht, eigentlich war der relativ einfach, haben wir denn endlich jetzt den Enden geschafft? Ich glaube, das hat richtig lange gedauert, warum auch immer das bei mir so lange gedauert hat, das kann halt alles bedeuten, aber wir holen uns jetzt die wunderschöne Flamme ab, wie versprochen. Mal gucken, ob wir die auch so jetzt endlich mal langsam so bekommen, ne? Denn wir haben ja jetzt unseren vierten Dungeon gemeistert. Und das... dafür wollen wir auch eine Belohnung haben. Ui, was für eine dicke Flamme. Macht Fei dort. Lol. Fei? Geht's dir gut? Gebieter, das Schwert. WTF. So kann man auch einfach das Schwert aufpowern. Aurores Flamme hat dein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen und es ist schärfer als je zuvor. Sehr schön. Gestärkt durch die heilige Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück in die Stätte der Lieder. Die Stätte der Lieder sind wahrscheinlich die, da wo die gute Dame ist, die wir ja schon kennen. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin ausgewählt. Aber noch weißt du die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen, dein Geist muss wachsen. Bis bald. Nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Wasserdrachin, dass du uns den Weg gezeigt hast. So, und jetzt heißt es, meine Lieben, wir müssen zurück. Ganz weit zurück. Wie komme ich denn dorthin? Erzähl ich jetzt erst. Wie komme ich denn da oben hin? Lol. Da möchte ich natürlich hin, ist mir egal wie. Kann man irgendwie durch die Dings? Ach nee, wenn wir hier reinkommen, dann sind wir wieder bei ihr. Ah. Also die Kiste da oben müsstet ihr mir mal schreiben, wie man dort am besten rankommt. So grob eine Idee hätte ich jetzt gerade nicht. Wäre aber auf jeden Fall nice zu wissen. Aber ich würde sagen, wir müssen sowieso erstmal ins Wolkenmeer wieder zurückreisen, da wir noch ein paar Sachen zu tun haben, die ich doch gerne schon erledigt haben möchte. Und deswegen würde ich sagen, reisen wir ins Wolkenmeer zurück. Bevor wir dann zu der guten alten Dame gehen.
So, und zwar haben wir hier auf der Karte, wie ihr schon seht, zwei neue Truhen, die wir anfliegen können. Städte der Lieder, da müssen wir so... Ach, da müssen wir hin. Ah. Mal her, ich muss den Punkt mal bitte ein bisschen neu setzen. So. Hier unten haben wir auch nochmal eine Truhe, die offen ist. Dann gehen wir erstmal zu ihm hin. Vielleicht kriegt man auch eine neue Mission. Wer weiß. Sehr gut. Wir landen sogar direkt davor. Nice. Und wir finden bestimmt ein Herzteil. Komm. Ein goldener Rubin. Okay, das hat sich gelohnt. Das hat sich schon mehr als nur gelohnt. So, jetzt gucken wir erstmal drinnen um. Wie gesagt, wir müssen noch ein Schild holen. Uns ein Schild wieder kaufen. Aber erstmal schauen wir uns drinnen um, was hier der gute Mann noch für eine Aufgabe hat. Da bist du ja wieder nun. Was kannst du als nächstes für mich tun? Was ist das? Was ist denn das für ein seltsames Instrument, was du bei dir trägst? Das ist es. Ich habe die perfekte Aufgabe für dich. Aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würde es dir auch was ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal bei mir vorbeizuschauen? Nö, kein Ding. Ich schlafe mal einfach in deiner Couch, ne? Oder in deinem Bett. Hast ja bestimmt nichts gegen, wenn ich schlafe bei dir im Bett. Nee, bestimmt nicht. So, und dann können wir für dich deine hoffentlich bald letzte Aufgabe erledigen. Sag an, Großer. Da bist du ja wieder. Nun, was kannst du für mich als nächstes tun? Oh, du hast ein seltenes Instrument. So. Nun, man mag es ihr vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Kabocha ist eine tolle Sängerin. Vor nicht so allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Hättest du nicht Lust, ein bisschen auf dein Instrument zu spielen, während Kabocha singt? Ja, easy. Ausgezeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Aber streng dich an und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Sobald Kabocha singt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf, deine Lyra im richtigen Rhythmus zu spielen. Beobachte, in welchen Takt die Gäste nach links und rechts schunkeln und richte dein Lyraspiel danach. Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder zu langsam spielst. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Hauptsache, der Rhythmus stimmt, verstehst du? Okay, alles klar. Du schaffst das schon, Kabocha! Ja, Vater, was gibt's das? Ach so. Das Bübchen hier wird dich begleiten, während du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deinem zauberhaften Stimme. Sehr gerne, lass uns beginnen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Alter. Ach du Scheiß. Ich dachte eigentlich nur, dass du ein solch schönes Instrument lieblicherer Töne entlocken konntest. Meine Gäste sahen jedenfalls nicht so, als ob du diese Musikuntermalung gefreut hätten. Ja, ich wusste auch nicht, was passiert. Was sei das denn? Nennst du das etwa Musik? Glaubst nur, dass damit deine Schulden beglichen sind? Reiß dich zusammen und spiel nochmal. Alter, wie soll das gehen?
Ja, komm. Ich probiere es noch einmal. Ausgezeichnet, dann fang an. Ich werde so lange probieren, bis ihr die perfekte Sache seht, ja? Keine Ahnung. Was? Du bist besserer Musiker, als ich dachte. Da habe ich dich wohl gehörig unterschätzt. Es wäre schön, dich bald bei meinen Gästen wiederzusehen. Oh nein, ey. Das war total katastrophal. Das war einfach Katastrophe. Ich habe gar keinen Rhythmus. Nicht, nicht, dich nicht. Du hast dich wacker geschlagen. Nun, das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Gut gemacht. Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen Kronleuchter zulegen werde. Da ich mit deiner Leistung überaus zufrieden war, gibt es auch eine Belohnung von dir für dich. Nimm schon. Immerhin ein Herzteil. Dankeschön. Schau doch mal vorbei, aber dann als Gast. Wir haben unsere Schulden beglichen, auch mit dem schlechtesten Song ever, aber hey. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Eieiei, nee. War auch. Ich glaube, das war der zweite Versuch, oder? Ja, doch, müsste der zweite Versuch gewesen sein. Oder der dritte, stimmt. Den zweiten, den habe ich ohnehin gescheckt. Erst ab dem dritten habe ich so etwa gescheckt, was gemacht werden muss. Aber das war ja katastrophal hoch 10. Ich weiß nicht, wie man das als schöne Musik betiteln kann. Uff. Also von mir zumindest gespielt, ja. Ich würde sagen, aber wir müssen jetzt zurück zu Falkenhort. Nee, Wolkenhort, nicht Falkenhort. Und da sehen wir uns gleich wieder, um ein neues Schild zu besorgen und im Allgemeinen mal ein paar Sachen aufzurüsten. So, jetzt holen wir uns erstmal neue Sachen. Wir brauchen Schilder. Oha! Du hast Interesse an dem heiligen Schild? Er repariert sich von selbst und widersteht Feuer und Elektroschaden. Nun geht er zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Aber das könnte mit ihm... Was? Ihr mit eurer Technik ganz bestimmt wieder gut machen. Das ist eigentlich arschteuer, 500, ne? Aber ich muss mir ein Schild kaufen. Heiligen Schild, der mehr Kraft hat, aber die Haltbarkeit nicht so hart ist. So, dann brauche ich aber noch den anderen Schild, das Eisenschild nehme ich auch nochmal mit. Einfach, weil ich die 100% haben möchte. Und zu guter Letzt noch das Holzschild, weil wir die Sachen, wie gesagt, müssen wir upgraden. Aber meine Tasche ist bereits voll. Stimmt, wir können ja beim Itemlager mal vorbeischauen. Willkommen, oh, du bist es. Ist was? Nichts. Es ist so, dass ich jetzt ganz alle aus dem Häuschen wäre. Aber so oft, wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als nur normaler Kunde für mich. Was sage ich da eigentlich? Entschuldige bitte, ich bin etwas neben der Spur heute. Also,
Was möchtest du gerne machen? Möchtest du Itemlager nutzen? Aber gerne, bitte sehr. So, und zwar haben wir hier sau viele Medaillen schon drin. Ich würde gerne... Nehmen wir mal erstmal die Schatzmedaille weg. Ich glaube, später machen wir auch das Holzschild wieder rein im Lager. Einfach, ich will halt einfach das als 100% haben. Ihr wisst, wie ich bin. Ja, ich möchte gerne dieses Holzschild kaufen. Her damit. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Pfeile brauchen wir nicht, weil wir haben immer noch keinen Bogen, was mich irgendwie irritiert. Ich dachte, wir hätten schon lange den Bogen, aber nein, noch nicht. Du Roro, mein Kumpel, wie wär's? Würdest du mir mein Schild nicht reparieren, sondern Items verbessern? So, und zwar können wir mal gucken, ob wir hier die Schleuder verbessern können. Ja, können wir. Dann würde ich sagen, gönn mal. Jawohl, aber vergiss nicht, deine Verbesserung kannst du nicht mehr rückgängig machen. Kein Problem. So, und damit haben wir die Streuschleuder. Den Käfer können wir mal gucken. Wir könnten den zum Greifkäfer machen. Der ist ein Flinker. Machen wir auch. Weil, wie gesagt, 100% Jagd, ne? Wilde 100% Jagd. Und da wir ja sowieso das Geld jetzt erstmal nicht bei dem anderen verbrauchen, können wir das erstmal hier machen. Hier fehlt uns eine blaue Feder. Wo finden wir blaue Federn? Wüstengras. Okay, blaue Federn und Wüstengras muss ich mir nochmal besorgen. Bienenwarben. Müssen wir auch uns besorgen. Das Schild könnten wir schon mal weitermachen. Alles klar. Ich glaube, wir können noch eine Erweiterung machen, ne? Waren ja irgendwie 2 oder 3 Erweiterungen, die man machen kann. Brauchen wir Wüstengras. Also merken wir uns Wüstengras. Muss ich also nochmal Wüstengras holen. Also Wüstengras ist voll wichtig, habe ich mitbekommen, ne? So, können wir dich denn nochmal? Ne, Wüstengras und blaue Federn. Beide merken. Und hier Vogelfeder. Ha. Sonst können wir nichts. Also wir brauchen im Allgemeinen Wüstengras, sehr viel, blaue Federn und Vogelfedern. Und Bienenwaben. Merke ich mir vor. Wüstengras können wir ja schon immerhin holen. Das ist ja kein Ding. So, sonst brauchen wir nichts mehr von hier aus. Eigentlich nicht. Das haben wir. Das ist Deko-Nüsse. 10 Deko-Kerne. Wie viel kostet das? Ja, komm. Einmal für 20 mitgenommen. Oh, was ist mit dem Herr hier los? Ich habe da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ein Wohnheim? Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir Angstschweiß auf die Stirn. Nochmal, warte mal. Wohnheim? Okay, gucken wir mal nach. Können wir eigentlich schon tun, ne? Wenn er schon sagt, am Wohnheim, hier im Wolkenheim... Nachts. Easy, würde ich denn mal machen. Dann sehen wir uns in der Nacht am Wohnheim. Von der Ritterschule.
Okay, ich bin jetzt gerade nachts, also ich habe mich gerade schlafen gelegt, bin rausgegangen und in die Richtung gelaufen. Auf immer höre ich. Bitte hört mich jemand. Ja. Papier. Bitte, irgendjemand. Papier, bitte. Welches Papier ist egal? Okay. Was muss ich jetzt tun? Okay, sie wiederholt. Hä? Okay, das ist gruselig. Finden wir irgendwo Papier? Nee, hier nicht. Vielleicht müssen wir frühmorgens danach suchen, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal ein bisschen mehr umschauen. Vielleicht aber auch tagsüber. Stimmt, wir wollten mal sowieso mal nachgucken, wegen dem Guten, der jetzt die ganze Zeit hier ein bisschen Muckis macht. Ich weiß gerade ja nicht den Namen davon. Der wohnt auf jeden Fall neben uns. Gru, stimmt. Wie sieht es bei dem jungen Mann aus? 55, 56, 57, Alter. Ach, guten Abend, Link. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Sag mal, hast du noch zufällig einen Ausdauertrank? Nein, ich darf mich nicht immer nur auf andere verlassen. Ich werde es allein schaffen. Okay, Ausdauertrank dafür kriegst du nicht jetzt, ne? Wenn er noch einen Ausdauertrank möchte, dann hole ich ihn in. Also kein Ding. So, aber erstmal bis morgen schlafen. Weil vielleicht finden wir ja eine Lösung. Aber nur vielleicht, ne? So, die Toilette ist ja da hinten. Hat irgendjemand. Warte mal, warum hast du jetzt auf einmal irgendwas über den Kopf? Ach. Gib ich ihn ihr oder gib ich ihn ihr nicht? Link, schleich dich doch nicht so gefällig so an. Ich muss über etwas Wichtiges nachdenken, aber also schwör ab. Nachdenken. Ah, ich helfe dir einfach. Ah, wirklich? Ha, ich brauche deine Hilfe nicht, aber vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet. So sehr ich es hasse, das zuzugeben. Gut, so machen wir es, Link. Ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst dich geehrt fühlen. Bring das Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst es ihr unbedingt geben. Warum schaust du auf deinem Klo? Was? Das ist nachts jemand, der Papier will? Was quatschst du denn da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steht mein Herzblut. Denk nicht mal im Traum daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Ich hab diesen Brief einer Schülerin aus der Oberschule. Sie heißt Giruna. Du weißt doch, wen ich meine. Sie trägt eine runde Mütze. Sie ist so hübsch und süß. Und auf gar keinen Fall gibst du das der Dame auf dem Klo. Schwöre es. Ich vertraue dir den Brief an. Und wehe, du liest auch nur ein Wort. Rex Brief erhalten. Darin stehen viele persönliche Dinge. Pass auf, dass er nicht irgendwo als Schmierpapier endet. Na dann, Link. Wenn du deine Sache gut machst, darfst du meine Handlanger werden. Nee, also das möchte ich nicht, aber ja, ich bin mal nett und gebe es nicht der Toilette. Aber wirklich dieser Garunda, ich weiß nicht, wie die heißt. Die müsste ja sich draußen aufhalten. Sie ist ja schließlich eine Wache. Oder? Oder? Oder auch nicht.
Oder ich gib's der Hand in der Toilette. Wenn ich sie jetzt nicht finde.